Bei einer Segelregatta der Extreme Sailing Series in Istanbul hat es heute einen spektakulären Crash gegeben. Das Schweizer Alinghi-Team, das 2003 und 2007 den America's Cup gewonnen hatte, rammte dabei mit seinem Katamaran das deutsche Boot von Olympiamedaillengewinner Roland Gäbler. Der Crash ereignete sich in der Startphase. Zwei Segler gingen dabei über Bord, verletzten sich jedoch nicht nennenswert. Schuld an dem Crash war Alinghi. Das Schweizer Team hätte ausweichen müssen, schaffte das aber nicht. Für beide Boote war das Rennen danach beendet. Die Reparaturarbeiten laufen. Das Alinghi-Boot ist am Bug beschädigt, dürfte morgen aber wieder dabei sein. Bitter, der gerammte Skipper Roland Gäbler wird morgen wohl noch nicht wieder mitsegeln können.